An diesem Black Friday können Sie ausschlafen, aus der ganzen Region strömen an diesem Tag. Händler nennen diesen Tag ihren Super Bowl. 140 Millionen. Über 9000 Geschäfte in der Wechseln am Freitag waren für viele Millionen Dollar Geschäften erwartet werden. Die Grippesaison so früh wie noch nie. Sie hat bereits Scheint begonnen. Es sich um eine unbekannte Art der Grippe zu handeln. Ebenfalls eine Tatsache. Die selbst Experten unvorbereitet trifft. Will nicht spekulieren, aber solch... Zurück zu den Nachrichten. Meldet als erstes Blatt einen bisher unbestätigten... Haben reichlich für den Fall eines Pockenausbruchs trainiert. Und die Nationalgarde, die sich bei Keine einem Züge, die Brücken sind sammelt. Gesperrt. Hier die ist Brücken Kriegsgebiet. Sind eine echte Mehr Gefahr. Tote als durch AIDS. Dass es nicht genügend Impfstoff da gibt, um alle... unterbrechen. Steht kein Grund, in Panik zu verfallen. Eine komplette amerikanische Stadt. Inzwischen das grüne Gift genannt, wurde der Central Park in ein Massenbrand verwandelt. Meldungen von Stromausfällen, Gaslecks und Bränden. Die Regierung scheint keinerlei Ressourcen. Wir erwarten eine weitere Nacht im Zeichen von Plündern. Die Einwohner von New York bitten eindringlich. Alle verfügbaren Einheiten. Brand an der Ecke Houston und Mehrheit unserer Ersthelfer ist entweder tot. Keinerlei Ressourcen mehr. Die behandeln uns wie Tiere. Nicht unser Job, dafür sind wir nicht aus. Als wir aktiviert wurden, wussten wir, dass die Lage schlimm ist. Weit schlimmer als bekannt. Wir sind hochtrainierte, eingebettete Elite-Agenten. Wir werden gerufen, wenn alles andere versagt. Wir haben keine Regeln und keine Grenzen. Unser Job ist, die Reste zu schützen. Wir sind Ihre Kollegen. Wir sind Ihre Nachbarn. Wir könnten auch Ihre Freunde sein. Aber werden wir gerufen? Lassen wir sofort alles zurück. Wir sind The Division. Tag 1 nach dem Angriff. Nachdem alles mit Viren verseucht wurde, habe ich mein veganes CrossFit-Studio verlassen, um mal eben New York zu retten. In diesem Sinne, moin moin und willkommen bei The Division. Wie ihr vielleicht festgestellt habt, habe ich mal eben die Tutorial-Geschichten komplett übersprungen, also beziehungsweise ich habe die natürlich gemacht, damit ich weiß, wie es funktioniert, aber euch nicht damit belästigt. Und wir starten direkt in Manhattan mit unserer ersten eigenen Basis. Also ich weiß nicht, ob es später noch eine andere gibt. Auf jeden Fall ist hier noch so ziemlich alles offline und wir starten heute in den Einsatz Nummer 1, nämlich, ich würde sagen, den medizinischen Flügel anschalten. Wir haben hier nämlich Einsatz... Hör mal, ich habe 6 Jahre... Die Plünderer haben den Madison Square Garden überfallen. JTF und Sarah haben ihn als Feldlazarett genutzt, wurden aber überwältigt. Die Ärzte werden als Geiseln gehalten. Wir brauchen sie, besonders die Leiterin Jessica Candle, eine Virologin. Finden Sie sie und bringen Sie sie zur Basis. Dann räumen Sie dort auf. Genau, denn dieser Einsatz hat die empfohlene Stufe 4. Ich glaube, hier hat's. Dieser Tunnel ist unsere wichtigste Nachschub. Die Stromversorgung 6. ist eine unserer. Und da wir momentan. Die Plünderer haben den Madison Square sind, Garden überfallen. JTF und Sarah haben ihn als Feldlazarett genutzt, wurden aber überwältigt. Die Ärzte werden als Geiseln gehalten. Wir brauchen sie, besonders die Leiterin Jessica Candle, eine Virologin. Finden Sie sie und bringen Sie sie zur Basis. Dann räumen Sie dort auf. So, ist zum Glück auch direkt vor der Haustür und ich hatte immer gehofft, dass ich irgendwann mal in den Madison Square Garden gehen kann, aber sicherlich nicht, um irgendwelche Leute zu erschießen, sondern eigentlich eher so, um da drin gibt es zahlreiche Feinde, Basketball zu gucken. Sie halten Dr. Kendall und ihr Team gefangen. Wir brauchen sie in der Basis als Personal für unsere medizinische Abteilung. Haben die gerade gesagt, wir sind hinter dir? Wenn sie das medizinische Personal herbringen, geben wir Geleitschutz.
Rückendeckung. So. Danke. Ich muss es also alleine machen. Alleine. Aber als veganer Crossfitter aus New York. Böse Jungs. Ist das natürlich kein Problem für uns. Ja, laufen alle schön über die Treppe. Kurz nachladen. Komm raus. Komm. Was hackt. Hier wird nicht einfach so auf Agenten der Division geschossen. Ja, komm raus, Eierkopf. Wir können das Spiel ziemlich lange dran spielen, aber du nicht. Naja. Wir wissen alle, dass du nichts triffst. Komm raus. Na komm. Wurzelchen. Wenn Sie mir Zugang zum Sicherheitssystem verschaffen, könnte ich Kendalls Aufenthaltsort finden. Alles klar, dann verschaffen wir der guten Frau mal Zugang zum Sicherheitssystem. Jupp. Hier rein. Ja. Computer. Ich bin natürlich gut in Computern. Oh, Bluescreen. Naja, gut. Ich bin nicht ganz gut. Mal sehen, was ich finde. Sehen Sie die Bilder der Überwachungskameras? Kendall und ihr Stab werden anscheinend gezwungen, ihre Verwundeten zu behandeln. Nur deshalb sind sie noch am Leben. Ja, dann retten wir die gute Frau doch mal, denn die soll lieber unsere Verwundeten, also quasi mich, behandeln, statt... Sieht nicht so gut aus für die JTF, ne? Sieht nicht so gut aus für die JTF. Statt hier irgendwelche Terroristen, Plünderer und sonst irgendwas zu unterstützen. Ja, grafisch cooles Spiel. Mal gucken, wie die Story so läuft. So. Durch die Tunnel des Madison Square Gardens. Sieht aus, als wären auch Leute oben in einem Restaurant. Aha. Da sind jede Menge von den Typen, aber wenn sie die Deckung nutzen, können sie sie ohne Gefahr ausschalten. Guck mal, das Spielfeld. Hier wollte ich eigentlich schon immer mal hin. So, jede Menge von was für Typen? Sehe ich schon jemanden? Tatsächlich. Da hinten sind wir hier. Okay, so genau ist meine Waffe dann wohl doch nicht mit der guten alten AK. Ja. Kommt mal ein bisschen ran. Danke. Mit Granatenwurf heute, aber ich würde sagen, hier sind wir halbwegs sicher. So. Da kommt jemand. Da ist unser Ziel, los! Oh, erledigt. Weitere Feinde entdeckt. Willst du echt da draußen rumlaufen? Nicht gut für dich, oder? Ja, ist es nicht. Okay, da liegt ein bisschen Ausrüstung rum und da hinten kommt der Rest vom Schützenfest. Lassen wir sie ein Stück rankommen. Ist dir eine Granate runtergefallen, du Blödmann? Mann. Weitere Feinde entdeckt. Also richtig gut sind die Jungs nicht, ne? Aber gut, sind NSCs und wir sind auf Level 4. Ja, kommt erst mal ran, Jungs. Kommt erst mal ran. Haben wir noch ein bisschen Zeit zum Nachladen. Ja, das ist kein Stress hier. Schon mal die. Warnung! Weitere Feinde entdeckt. Oh mein Gott! So. Er wird müde! Lockt ja, ihn ja. Aus. Ich fühle mich schon ganz müde. Feuer frei! So. Werden Sie wissen! Ach, scheiße. Na komm. Schnell erstmal wieder in Deckung. So, und wieder zurück zur Hauptwaffe. Das war nicht so gut. Kendall und ihr Stab sind noch oben, eingesperrt in der Küche von Kobe. Okay, das scheint es hier gewesen zu sein. Das lief doch gar nicht so schlecht. Also, ein Kästchen verloren, aber ich warte mal noch. Pebla, irgendwas, Militärversion. Wir nehmen es einfach mal mit. So, lag da vorne nicht noch irgendwas? Nö, scheinbar nicht.
Gut, Munition haben wir auch noch mehr als genug. Ein Allzweckschoner. Der könnte interessant sein. Vielleicht ist der ja sogar besser als unsere. Ist er nicht. Gut. Dann bleibt das dabei. Ja, wie gesagt, ich habe das Tutorial nicht gemacht, weil das könnt ihr euch auf einer Milliarde Kanäle angucken. Und ich möchte eigentlich langfristig mit dieser Serie gerne im Multiplayer in die Dark Zone gehen mit anderen Spielern. Ja, also quasi Multiplayer. Das heißt, die hätten den Garden ziemlich verwüstet. Es hätte meinem Vater das Herz gebrochen, ihn so zu sehen. Wir haben uns hier oft Spiele angesehen. Deshalb sehe ich das heute eher so ein bisschen, oder jetzt die ersten Folgen, so ein bisschen zum Warmwerden. Ich glaube, es ist ganz gut, dass meine Eltern das alles nicht mehr mitkriegen. Und dann denke ich an die Leute, die trotz allem weitermachen. Für die tun wir das hier, Agent. Holen Sie sie raus. Jawohl, Sir, Ma'am, was auch immer. Schauen wir mal. Checkpoint. Benötigte Filter, kontaminierte Zone. Ich glaube, da sollte ich wahrscheinlich nicht rein. Oh, ein Dietrich-Set wollte ich auch. Okay. Habe ich nicht, glaube ich. Aber guck mal, was hinten steht. Öffne. Ein Medkit. Kann ich nicht nehmen, zu viel. Dann halte ich noch einmal. So, und wieder eins eingesteckt. Sehr schön, das ist alles gut. So, so, so. Ah, da hinten. Der Weg zu Kobis führt durch kontaminierte Bereiche. Jungs. Hier sind viele kranke Leute behandelt worden, bevor sie erschossen wurden. Also passen Sie auf. Igitt, igitt. Ja, entsprechende Schutzausrüstung wäre mir nicht bewusst, dass ich sie habe. Deshalb gehe ich da mal lieber noch nicht rein. Das wird sonst wahrscheinlich ungesund. So, wir schauen mal noch hier hinten, ob hier noch irgendwo was Brauchbares rumliegt. Nicht? Gut. Dann würde ich sagen, let's do Rock'n'Roll. Da hinten sind die Typen. Alles klar, dann ab in Deckung. Ich denke die ganze Zeit über den Virus nach. Woher er kommt? Glaubst du, der Virus stammt von der Regierung? Ja, ja, das wird sein. Die Regierung. Es ist immer die Regierung. Ich komme von der Regierung. Die warten nur darauf, dass wir krepieren. Scheiße. Keine Sorge, wir warten nicht. Wir arbeiten da aktiv dran. Müsst ihr überhaupt nicht besorgt sein. Keine Zeit. Nein, tun wir nicht. Hoppala. Okay. So. Komm raus. Hast du mich Hurensohn genannt? Zack. So. Granate. Ich hole euch jetzt erstmal aus der Deckung. Ja, und zwar da. Lenkt sie mal ab. Aha. Keine Zeit. So. Wo ist noch einer? Da. Gut, wen haben wir noch? Den da. Ja, die Ansicht komme ich noch nicht so gut klar mit, muss ich sagen. Aber so muss es klappen. Hopp. Gut. Ich würde sagen, läuft. Ist hier noch irgendwo jemand? Ich sehe keinen. Gut, gut. Dann retten wir mal die Frau von uns zu Doktor. Da. Ich hätte vielleicht nicht mit ganz so vielen Granaten rumwerfen sollen, aber ist ja nichts passiert. Alles gut. Ja, den Kopf unten halten und Ruhe bewahren. Genau. Warnung, Feinde entdeckt. Ah. Ach, einer mit dem Baseballschläger. Ob er sich das gut überlegt hat. Ich mach euch platt. Ja, Alter, du hast einen Baseballschläger. Das ist ja schon bewusst, ne? Die auch immer aus der Deckung rauskommen, die Eierkrippe. So, dann machen wir noch mal ganz gemütliches Durchladen. Ah, so. Die Eskorte wird vom Dach aus unter Feuer genommen. Sie kann erst weiter, wenn sie da hochgehen und den Schützen ausschalten. Hochgehen, Schützen ausschalten, jawohl. Wir setzen fest. Wir kommen hier niemals lebend raus, wenn keiner da hochgeht und die Schwere. Ich frage mich manchmal, was sie ohne mich gemacht hätten. Ihr Zug, ne? Agent. Mann, 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 Mann.
Ja, mal gucken, ob ich das auch noch hinbekomme. Also, Doktorchen haben wir wohl. Die kümmert sich da irgendwie um die Typen und geht mit denen raus. Gut, das werden wir einfach als erledigt. Dann schauen wir mal. Geht's hier lang? Nee. Wo geht's lang? Hallo? Irgendwie habe ich meine Ausfahrt verpasst. Okay, ab nach oben. Klar, macht Sinn. Ist irgendwie auf dem Dach. Yay, Dach vom Madison Square Garden. Oh, geil. Ja, schade, dass gerade keine Spiele laufen, sondern nur so ein bisschen Verwundetenversorgung. Aber sehr schön anzusehen. So, wo musst du hin? Auf die andere Seite quasi. Ja. Okay. Ja, schick, 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 schick. Also grafisch auf jeden Fall ein Bonbon, möchte ich mal sagen. Alpha-Eskorte, wir haben einen Agenten auf dem Dach. Hat Kendall es zu Ihnen geschafft? Bestätigt! Sie und Ihr Stab sind gerade eingetroffen. Sobald das Dach feindfrei ist, bringen wir Sie in Sicherheit. Okay. Hier soll ich hin? Mach ich das mal. Okay, wir haben da drüben Typen. Wir haben hier welche. Feinde im Anmarsch. Der eine da, oder was? Müssen wir um den jetzt Sorgen machen? Ja, yeah, Kopfschuss für mich. Noch ein Kopfschuss. Achso, die da. Schießt der von hinten auf mich? Ich glaube, es hat. Alter! Hilfe, wir liegen unter Beschuss! Hilfe! So, und... Ihr wollt das sicherlich lang, ne? Da kommt man noch ein Stück. Mach den Beinen! Bluten! Und hopp. Das ist ja ungünstig für dich. Komm ran hier. Komm noch ein bisschen. Warnung! Weitere Feinde im Anmarsch. Ja, ja, ja. Wir gehen mal darüber, würde ich sagen. Aua! Dass der gleich so sein muss, ne? Hatsch! Hatsch hat sogar einen Namen. Ist ja unangenehm. Ist bestimmt nicht gut, wenn die Gegner einen Namen haben, oder? Du musst erstmal ab. So. Alter. Kann das auch? Ist nicht besonders effektiv, Hutch, aber... Ja, mach mal, Hutch. Okay, also scheinbar scheint das so eine Art Endgegner zu sein. Ich hoffe mal, ich krieg das geschissen. Ich glaube, jetzt sollte ich gerade nicht so hochkommen, aber er scheint immer noch eine Weile nachladen zu müssen. Ja, jetzt zum Beispiel. Und irgendwie hat das nicht so damit, richtig in Deckung abzukommen. Er kann echt gut einstecken, das muss man ihm lassen. Wow, wow. Okay, aber der Energiebalken ist auf halb, also ich vermute jetzt mal, dass ich das dann gleich erledigt habe. Ja, ist okay. Okay, ich würde sagen, ich bin dran. Wir haben die Mediziner in Sicherheit gebracht. Läuft. Kerle und ihren Stab. Keine Verluste. Eine zweite Fertigkeit. Ja, läuft. Ich wünschte, ich hätte Ihnen den Rücken frei halten können, aber wir sind auch so ein gutes Team.
Ab jetzt wenn Sie wieder in der Basis sind, reden wir mit Kendall und sehen, was sie für uns tun kann. Schauen wir mal. Habe ich ein Level abgekriegt? Ja, Stufe 5, tatsächlich. Ja, keine Ahnung. Wir können noch ballistischer Schild. Ballistischer Schild. Nur die Sekundärwaffe. Achso, in der Pistole ist auch mit Spürimpuls der Gegner und verbindet durch Mauern und Deckungen markiert. Na dann. Machen wir das mal. Keine Ahnung. Ja. Whatever. Okay. Wir probieren das einfach mal aus. Mal gucken, was das tut. Ah, sieht auf jeden Fall cool aus. Das muss man lassen. Fertigkeit im Platz im Schritt. Keine Bedrohung gefunden. Okay. Sonst noch irgendwas? Kann ich hier irgendwie was mit Talent oder so? Nö. Bla bla bla. Wann passiert das? Stufe 15! 15? Oh, warte mal, ich habe Plätze. Oh. Okay, das, da muss ich mich noch ein bisschen reinfinden, wie das so funktioniert. Das hier? Auch noch nichts. Also da gibt es bestimmt dann auch irgendwann mal Punkte für. Okay, lief doch bis hierhin schon mal ganz gut. Ich würde sagen, wir looten jetzt noch ein bisschen. Und dann geht's auch schon zurück zur Basis. Und wir haben die erste Folge erledigt. Eine Splittergranate, das freut mich. Was gibt's hier? Reflex. Oh, ich liebe Reflexvisiere. Ich hoffe, es ist ein gutes Reflexvisier. So, jetzt schauen wir mal, weil ich hasse eigentlich dieses ACOG. Zack. Kann ich hier jetzt dran rummodifizieren, während ich draußen rumhänge? Eigentlich möchte ich die nicht. Eigentlich möchte ich... So, ein anderes Optikmod. Ein Reflexvisier. Stufe 4, ja. So, jetzt gucken wir mal, wie das aussieht. F visualisieren. Zurücksetzen, was? Ich möchte das gerne benutzen, du Eierkopf. So, so. Echt jetzt? Ich krieg einen roten Punkt. Na gut. Ich hatte gedacht, ich krieg ein richtiges Holo-Site oder sowas. Na gut. Man kann nicht alles haben. So, was war denn die restliche Ausrüstung, die wir hier so gelootet haben? Eine bessere Rüstung vielleicht? Jawohl, beschichtete Weste. Was? Plus 10 Munition, okay. Eine Pistole. Das ist aber unsere jetzige besser, ne? Ja. Ist besser. So, Handschuhe. Okay, sind ein Ticken besser. Tun wir natürlich. Goodie. Also, so grinden wir uns langsam aber sicher nach oben. Und ich würde sagen, ich mache mich auf den Weg zurück zur Basis. Und genau da machen wir nächste Folge dann weiter, wenn ich an der Basis bin. Weil das wird wohl nicht so spannend, dahin zurückzukommen. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuschauen bei The Division. Es verabschiedet sich Agent Mr. Wintermancer.